Hallo, heute gibt es einen Vlog von mir. Und zwar habe ich gerade ein Aufgebraucht-Video gedreht. Und irgendwie war ich so gerade fertig und dachte ich so, interessiert die Leute das überhaupt? Also ich weiß nicht, irgendwie waren das so viel zu viele Sachen und ich habe da auch nicht so viel drüber gesagt, weil es halt so viele waren. Und ja, ich möchte halt gerne von euch wissen, ob euch Aufgebraucht-Videos überhaupt noch interessieren. Oder ob ich sie halt nicht jeden Monat machen sollte, sondern nur jeden zweiten. Oder ob ich halt nur besondere Sachen, also zum Beispiel dekorative Kosmetik, die man jetzt nicht so oft leer bekommt, so nur zeigen. Oder ja, weil irgendwie bin ich mir da total unsicher. Irgendwie hat mir das überhaupt nicht gefallen, irgendwie das Video. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt noch hochladen werde. Dann wollte ich euch auch noch sagen, dass ich Instagram und Twitter habe. Ich glaube, ich habe das noch nie in einem Video gesagt. Also ich habe Twitter, dort findet man mich unter @youshouldfeel. Auf Instagram findet man mich unter youshouldalwaysfeelpretty. Ich wollte mich ja eigentlich überall so nennen, aber auf YouTube und Twitter kann man einfach nicht so lange Namen nehmen. Deswegen heißt nur mein Blog, den ich außerdem auch habe, aber irgendwie nicht blogge. Ja, ich glaube, ich blogge heute mal was. Also Twitter nutze ich auch sehr oft, um einfach mit anderen YouTubern zu schreiben. Aber ich poste auch manchmal wohl was. Und ja, ich glaube, ich habe das noch nie in einem Video erwähnt, deswegen sage ich es jetzt mal offen. Und ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, sollte ich mir einen Facebook-Account machen? Also meine Schwester, die hat ja so einen Account, dass man halt so befreundet ist. Manche machen sich so eine Gefällt mir-Seite. Aber ich persönlich finde Account eigentlich auch besser. Und ja, das möchte ich gerne von euch wissen. Sagt mir das, ob ich das machen sollte oder nicht. Und dann einfach mal noch so generell, was ihr für Videowünsche habt. Ich weiß immer nicht, ob ich jeden Monat zum Beispiel, wie gesagt, aufgebraucht machen soll, was mich irgendwie gerade gestört hat, irgendwie das Video. Ich weiß das nicht. Und außerdem die Favoriten. Ich finde sowas total langweilig, jeden Monat Favoriten zu zeigen. Leute zeigen jeden Monat die gleichen Sachen einfach nur. Und ja, einfach so Videowünsche, vielleicht auch irgendwelche besonderen Sachen. Also die Schule fängt ja jetzt bald wieder an. Ich habe noch dieses Wochenende habe ich wieder Schule. Und dann werde ich, glaube ich, auch wieder ein Lookbook machen, also von der ersten Schulwoche. Und ja, das seht ihr dann auch. So, das war's dann jetzt auch, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.